unsere Militärmusik in Leierburg unter der Leitung des Herrn Professor Magister Dr. Hannes Lackner und dem Musikmeister Vizeleutnant Franz Röder. Herr Landesmilitärkommandant Heinz Zöllner, wie wichtig sind solche Angelobungen, wie öffentlichkeitswirksam sind solche Sachen? Ja, die Angelobung ist ein besonderes Ereignis für unsere jungen Soldatinnen und Soldaten. Und es soll ein besonderes Ereignis sein, indem wir auch damit an die Öffentlichkeit gehen und möglichst viele Österreicherinnen und Österreicher das Treuegelöbnis auf die Republik Österreich und auf das österreichische Volk entgegennehmen. Woher kommen diese Soldaten, die heute ihr Gelöbnis ablegen? Ja, die kommen vom Versorgungsregiment 1 aus Gradkorn, vom Jägerbataillon 18 aus St. Michael, von der Stabskompanie und Dienstbetrieb des Militärkommandos Steiermark aus Graz. Herr Bürgermeister, Angelobung in St. Marien im Mürztal, wie wichtig ist so etwas in der Gemeinde durchzuführen? Ja, wir sind sehr froh, dass wir das in unserer Gemeinde hier durchführen können. Wir wissen alle, was das österreichische Bundesheer für ihre Aufgaben hat. Ja. Nichtsdestotrotz wissen wir auch, wie schwer das ist, ja, in der heutigen Zeit Männer zu bekommen, ja, die da bereit sind, tagtäglich zu arbeiten. Ja, das ist das andere. Aber wir sind sehr froh, dass wir das durchführen dürfen und 27 Jahre ist es her, dass das letzte Mal da war und heute sind wir wieder dran. Super. Zum heutigen Tag ein sehr stolzer Bürgermeister, was die Angelobung des österreichischen Bundesheers betrifft. Jawohl. Halt! Acht! Das Ganze auf der Stelle abtritt! Ist mir da so besonders stolz, wenn ein Buben so sieht mit Uniform? Aber wie? Für das fahren wir eineinhalb Stunden auf zum Schauen. Ja, sicherlich. Ich habe selber militärische Vergangenheit und da ist es doppelt so schön, wenn die Kinder das auch machen. Ja, natürlich. Also ich sehe ihn zum ersten Mal mit der Waffe und mit der Uniform und das macht uns als Familie natürlich sehr stolz.